Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei 152 und wir sind immer noch im Kampf, wie ihr seht. Wir sind die Kampferprobten. Ja, ist klar. Warum? Kriegst du immer Druck, ey. Jetzt kriegt sie unser Freund drauf. So. Piu piu. Na, erstens, das krieg ich immer ab. So, Essen wäre auch mal cool. Ihr seid in einen Kampf verwickelt. Der ist in einen Kampf verwickelt. Aber wie gesagt, den kann man ja recht einfach ausholen. Und zwar, wenn man einfach auf den Mond hüpft, plopp, ist er nicht mehr in einen Kampf verwickelt. Ja, von daher, irgendwas stimmt da nicht. Was ist denn da was? Zweihändig. Okay, aber schlechter als immer. Was hat er jetzt? 46 AP. Ich glaube, man kann immer 10. Wo sind sie denn? Das schon voll. Kann man 10 abgeben. Für 200 oder 300 Ruf. Schon nämlich direkt quasi ein Daily. Oder nee, nicht eine Daily hier. Rufquests kann man immer abgeben. Also die Rufdinger da. Nur mit Daily gedöns. Weil hier sind die Dailies nämlich begrenzt auf, oh, ich glaube 25 pro Tag. Hört sich zwar im ersten Moment recht viel an, allerdings will man dann auf schwupp hier auf der Netterscherbe oder sowas macht. Das sind ja teilweise 10, 15 Quests. C-Quest. Windkluft. Aha. Ja, nachher kommen dann noch mehr Schlüssel rein. Dach hier am Rummetteln. Aber wie gesagt, dadurch können wir auch rufen. Die P ist EP, ne? Ich wollte sagen, oh, Elite, aber nein. Alles gut. Ich wollte was anderes gucken. Wie viele Leute am Rennen sind. 49, okay. Doch recht viel für morgens, ne? Oder vielleicht
kann man irgendwas machen, instanzmäßig, aber ich glaube, sieht eher mau dafür aus. Sei dann würde mit 70er gehen, das ginge. Obwohl, ja gut, ich weiß nicht, wie es mit dem Paladin aussieht. Was davon Denk oder Heiler ist. Das sieht man ja. Ja gut, dadurch, dass wir uns vielleicht mal gucken, ob wir immer noch nach dem Kampf sind. Ja, irgendwas stimmt da nämlich nicht. Nein, wir sind immer noch im Kampf. So. So. Damit wir irgendwann noch für unseren Kopf rauskommen, was essen können. Damit überhaupt ein paar Food. Nee, ne? Nee, im Moment bin ich auch etwas farm- und kochfaul mit den anderen Charakter. So. Ja, ist klar. Immer auf die kleinen Dicken. Nicht mit uns. Nicht mit uns, mein Freund. irgendwas stimmt heute nicht. Haben wir gesagt, wir kommen recht gut raus. Das ist gucken, ob hier. Ah, das sieht man nicht. Da in der Höhle auch. Eine Quest ist. Also für den Koki, Moki, wie auch immer er heißt. Zwar haben wir den Schlüssel so aufs Auge gedrückt bekommen. Och, Junge. Oh, Kackelsch, lass mich in Ruhe. So. Nee, da ist nichts. Jetzt wird uns das hier angezeigt werden. Schnell raus hier. Die Höhlen finde ich immer furchtbar. Also immer sehr wenig Platz, und wenn die dann versuchen irgendwas zu tun, pullen die dann noch irgendwas. Also ja, eher uncool für uns. Sag ich mal. Ja, dann kann er noch mitnehmen. Schießt direkt auf mich, der blöde Typ. Kann der da hinlaufen? Ja, ist das schon mal? Gut, ne? Gut, Magier haben wir jetzt bald voll. Dann haben wir die Krieger. Aber die kriegen wir auch noch. Fühlt eine Million Krieger. 19, ne? Ja, ist klar.
Du sollst nicht mich hauen. So. Du musst das Tier hauen. So. Genau. So. Schade ist immer, dass man die Dinger nie häuten kann oder so zusätzlich. Oder Leder droppen könnten sie zumindest. Stattdessen überall nur diese Kackschlüssel. Hm, wenig Mana. Was ist da denn los? Mit uns. Nö, hier sieht man nicht selbst. Gesundheit, Gesundheit. Nö, ich dachte, man sieht auch, wie viel Mana der regeneriert. Maya der Fels. Hm. Sehr seltsam, nicht wahr? Sehr seltsam. Falsche Taste gedrückt. Weiß nicht, ob es funktioniert hat, weil ich mich jetzt hinter dem Ästchen da versteckt habe, dass er nicht angeschatscht kam, oder einfach, ob es zu nah war. Normalen ist den Typen das ja eigentlich egal. Hauptsache drauf oder so. Er kann um die Ecke schießen. Ich kann sagen, gehört als den. Der sich hier entzaubert hat. Hier, da fällt rein. Aufs Knie gehauen. Ja. Nicht mit uns. Absala. So. Finzel dann. Oh, EPX und dann nur so ein Kackschlüssel dran. Kackding, aber auch. ja, da sind die Typen mit dem besudelten Kern. Nee, der besudelte Kern war woanders. Aber. Oh, Rolle der Stärke. Das finde ich auch noch cool. Dass man sein Pet buffen kann. Und irgendwann ging es ja nicht mehr. Leider. Naja, gut. Das sind die falschen. Was anderes killen als außer Oga hier. Also wir sind im Kampfset quasi, wie die Karawane da gekillt haben. So. Also wir sind hier denn, naja, war gerade sagen, in der Nähe davon, aber nein, nicht wirklich. Ja, pass auf, wir machen das so. Ich porte mich jetzt erstmal zurück nach Shadrath. Dann fliegen wir nach
Oder sehen uns dann in Tel Aviv wieder und geben da dann die Quests ab. Vielleicht funktioniert das dann auch wieder, dass wir nicht immer die ganze Zeit im Kampf sind. Na, und wir können mal ein bisschen Post verschicken. Wir haben schon mal die Taschenrappeler voll hier. Wäre nämlich gut. Nee, die beiden brauchen wir noch. Die machen wir auch. Das können wir wegschicken. Ja. So, dann. Wie ihr seht, haben wir auch schon wieder 115 Gold. Schwupp. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Dann in Tela Quests abgeben und dann mal gucken, was wir tun. Entweder bleiben wir noch ein bisschen in Nahrand oder wir wandern vielleicht weiter. Mal schauen. Naja, gut. Ich würde sagen, auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mir sehr helfen. Teilt das Video. Auf Wiedersehen.